Impression, das wird jetzt erstmal computerisiert und gespeichert. Also das Andreschen außen rundherum ist dreimal macht ihr das, damit der Mähdrescher dann auch nicht drehen kann. Dazu wird das Feld neu angelegt, er fährt dann außen rundherum, speichert das ab und misst dann automatisch den Ertrag und zeichnet dieses Feld auf als ein Feld, wenn er einmal außen rundherum gefahren ist. Legt dann Spuren an, wo er dann selbstständig nachher sich das Feld einteilt und aufgrund dessen dann der Fahrer die automatische Lenkung aktivieren kann und somit den Mähdrescher automatisch hoch und runter fahren lässt. Hat den Vorteil, dass der Fahrer entlastet wird. Er kann sich auf das Schneidwerk und auf die anderen Komponenten und auch auf das Abtanken während der Fahrt, was wir machen, auf den Anhänger. Die Körner werden also während der Fahrt auf den Anhänger übergeben und dann nach Hause gefahren. Der Mähdrescher hält nach Möglichkeit dazu nicht an. Und das führt alles zu einer Leistungssteigerung, um eben das Optimum aus so einer Maschine herauszuholen. Die Idee so zu GPS und Automatismus kam wahrscheinlich von diesen Riesenfeldern in den USA, ne? Richtig, da kommt die ganze Geschichte her und findet hier natürlich aufgrund dessen, dass der Fahrer entlastet wird, auch immer mehr Anklang. Der Mähdrescher, unser hier, läuft auf 5 Betrieben insgesamt, drischt also eine sehr große Fläche, ist auch ein großer Mähdrescher und somit ist das einfach so, dass jede Technisierung und Entlastung des Fahrers automatisch natürlich zu einer Leistungssteigerung führt. Feuchtigkeit ist 15,5. 14,5 soll es haben. 1% Feuchtigkeit zu viel. Und ich denke mal, der nächste Hänger ist trocken. Gerste der Ernte 14. Hier wird die trockene Gerste eingelagert in dieses Fach hier. Wir haben einen Teil da aus der Trocknung hierher gefahren und die ersten paar Hänger sind jetzt von der Koppel direkt hier abgekippt worden, trocken. Vom Ablauf her ist das so, dass vom Mähdrescher auf der Koppel außen rundherum in der Regel feuchtes Getreide kommt. Das geht dann in die Trocknungsanlage und aus der Mitte des Stückes ist es dann hoffentlich trocken. In diesem Fall waren jetzt die ersten paar Hänger trocken. Die werden dann direkt hier reingekippt und eingelagert. Es wird mit einem Teleskoplader hochgeschoben und dann im Winter geht das in den Verkauf. Ja, die Gerstenernte ist dieses Jahr relativ früh. Wir sind normalerweise so am 15. bis 20. ist der Beginn. Wir sind eine Woche eher, hängt mit der Witterung zusammen. Das ganze Frühjahr hat früher beginnen lassen. Die Erträge sind sehr gut. Die Gerstenerträge liegen bei uns hier um die 9 Tonnen pro Hektar. Wir haben auch schon mal Jahre gehabt, wenn sehr trockene Jahre waren, dass die Gerste dann vertrocknet ist und wir nur 7 Tonnen geerntet haben. Genau.